Ich könnte schon wieder an die Decke gehen. Jutabis, wir hatten die letzten zwei Aufnahmen mal wieder ohne Mikrofonsound. Übrigens wieder genau zwei. Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ich vermute an Headset und Headset sag ich schon an USB-Dingsbums, das jetzt mal abgegangen ist, abgenommen ist, weil ich ja mein Handy doch per USB-Kabel am Computer lade. Und das muss wohl gewackelt haben zwischenzeitlich, weil in irgendeiner Aufnahme war ja dieses düdüm und so. Warum in der Aufnahme regulär das Mikrofon noch aufnimmt, danach aber nicht mehr, keine Ahnung, zumal mir ja OBS jetzt eindeutig den Pegel anzeigt, der total übersteuert ist. Und nachdem ich das Kabel abgezogen war, es war extrem laut auf einmal. Ich, keine Ahnung, statt 15 Dezibel macht er einfach 15-fachen oder so. Es, ja, man muss es nicht verstehen, man muss sich nur aufregen. Bis zum Äußersten. Wird Zeit für Staffel 4. Nein, du hast alles aufgebaut, jetzt machst du alles kaputt. Natürlich, das ist Sinn und Zweck der Sache. Sobald alles fertig ist, beenden wir das. So, Mininox Stronghold. Hab ich jetzt gerade sowas von überhaupt keine Lust. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade, planetenmäßig? Wieso ist das schon wieder so leise hier? Aha. Penumbrite, haben wir da einen? Ich gucke mal kurz. Teleportingsbums? Penumbra, ja, der Joke, ja, da war ja noch was. Wollen wir abbauen gehen oder? Was könnten wir jetzt machen? Abbauen, den Sprengstoff testen. Spaß haben. Wäre eine Option. Ausrasten. Best zum Äußersten. Ja, das ist sowas zum Aufregen. Ein bisschen Musik hören. Und dann können wir noch überlegen, ob wir was bauen. Also, glaube ich, heute noch ist jetzt 18:35 gefühlt, bin ich schon wieder todmüde. Achso, Penumbra, was brauche ich denn da? Madness, ne? Eigentlich nicht, dann können wir den Research. Aber war da Shadow oder so noch mit irgendwas? Healing haben wir sowieso auf. Heat, Hits und Burning, ist klar. Glide. Wir gehen mal runter, dann wissen wir's. Oh, die Fackel ist unten, ne? Also wenn jetzt Probleme kommen, mischen wir uns runterbohren, hochbohren. Ich hätte einfach Beam Down machen sollen. Na egal. Ja, genau. Das ist wie Superman. Da, 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 da. Ich flieg hier durch. Hier können wir Diamanten ein paar suchen und so. Na, ja, weißt du, wo ist auf der Stelle? Da hoch, was ist denn hier los? Sag mal. Soll ich da nicht schon an wie der erste Mensch? Dankeschön. Ist einfach nur dunkel hier. So viel schönes Ohr und keine Sau interessiert's. Am allerwenigsten mich. Aber was soll's, wenn wir hier sind? Können wir's auch mitnehmen. Dann mal die Kamera ein bisschen runterdrehen. Zeigt das niemand so schnell an, wie das abgebaut wird. La 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 la. Zack. Sagt Bescheid, wenn ihr was Grünes seht. Denn ich sehe hier nichts Grünes, also muss da unten. Ist ja auch mal ganz lustig, ein bisschen Ressourcen abbauen. Lieber Gott in die Welt unterhalten. Hoffen und beten, dass diese Aufnahme dann hinterher Ton hat. Sonst käme ich mir wirklich ein bisschen dämlich vor. Ich lade die Folgen natürlich trotzdem hoch, klar. Rubik's Tempel ohne Kommentar, das ist schon ein bisschen heftig. Nun ja. So ist das Leben. Da sehen wir mal die Reichweite von dem Ding. Da muss ich richtig verstehen. Das ist sowieso die erste Wahl dessen, was ich hier ausbauen, Bauer, ne? Falls ihr wissen wollt, wieso, hier. Wollen wir einen Unterwassertempel bauen oder so? Kleines Schloss? Ich weiß es noch nicht. Ist ja nicht so, als ob es an Ressourcen mangeln würde.
das geklärt. Ist gerade deaktiviert. Muss ich erstmal Diamanten finden, um das einzustellen? Oder wie ist das? Wenn ich nach jedem Neustart des Spiels das machen, das wäre doof. Ich glaube nicht. Ein paar Ressourcen, was soll's, gut. Okay, Sarah, Sarah. Kommst du noch nicht schlecht? Was bist du da oben? Ah, wieder so ein Pflanzending, ne, das mir Angst einjagen soll. As if. Guck mal. Drecksbuddy. Haben wir es jetzt, oder? Dankeschön. Und irgendwen übersehen hier, oder? Diamanten kann ich. Ich muss ja wirklich mal überlegen, ob ich einen Diamantenmod hinzufüge oder den herstelle. Ich meine, letzten Endes diamantengedruckte Kohle. Ja, okay, das dauert ein bisschen und so, aber. Was war das jetzt? Ist mir auch egal. Ist uns einfertig. Man kann ja alles herstellen, nur Diamant nicht. Das ist dann doch irgendwann mal ein bisschen. Clay, wir könnten also schon mal ein ganz klein wenig Bricks herstellen. Auf jeden Fall der Falle. Okay, kein Wunder, dass hier welche sind. Keine sind, weil hier waren wir ja schon mal abbauen. Sonst wäre die gerade Wand hier nicht gewesen. Also gehen wir ein bisschen höher. Und hier in dieser finsteren Ebene ab. Das ist zu nah an der Oberfläche, ne? Schade. Ja, nehmen wir die Ressourcen hier drüben mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Ja, eigentlich mal die Oberfläche des Planeten mit absuchen. Ein bisschen aus Spaß und Freude. Was seid ihr für Viecher? Was bist du jetzt? Mach doch mal hier nicht so einen Stress. Was soll das? Ist ja nur gut jetzt hier. Ach, wir suchen ja immer noch diese Beeswax-Dingsbums, ne? Das können wir auch mal machen. Na komm. Was soll dieser Lärm hier? Jesus Christ. Und dann den hässlichen, ja, die Danske. Bin ich bescheuert? Was wollt ihr mir damit sagen? Also ich gehe mal davon aus, dass es hier keinen Beeflower-Dingsbums gibt. Erst ob der Weile das Mikrofon mit aufnimmt, es sieht gut aus. Keine Ahnung wie laut, aber es werden wir sehen. 7 Minuten, wenn wir jetzt schon mehr erreicht als in den letzten 2 Folgen. Gefühlt jedenfalls. Der Jump-Boost scheint auch noch eine Weile anzuhalten, damit kann ich leben. Wir essen mal ein Steak, sind eh bald vergammelt. Den Kaffee können wir uns für dann aufheben. Wir könnten noch die Alkohol. Nee, ich werde erstmal das Bienenzeug haben. Lunar Rainforest, machen wir da schon. Extreme Protect, ja, ist zwar schön, Gasgigant und so. Könnten wir auch mal. Was? Rainforest am Regenwald? Jetzt gucke ich mal diese Apiary am Mindframe. Frame, nicht Frasen. Ach, meine Güte. Das Mikrofon steht vor der Tastatur, das ist meine Ausrede. Bee Flowerhead, genau. Flower Queens, was? Was? Produced by Flower Queens and Drones. Oh Gott, sag bloß, das war das Problem. Nee. Oder? Flower Queen. Okay, jetzt. Wo kriege ich die her? Gibt's die überhaupt? Flower Queen. Floral Honeycomb. Jungle and Forest. Haben wir die nicht schon? Oh Gott, ich hätte das schon seit 140.000 Folgen machen können. Da drehe ich durch. Weil ich nie aufgepasst. Wer weiß, wie viele Zuschauer hier zugucken und ah Gott, du Idiot, was machst denn du? Nee, du bleibst hier. Tschüss. Siedlung. Flower and, was habe ich gesagt? Ich komme gerade. Jungle. Jungle and Forest. Ich brauche eine Tabelle für die Bienen, echt. Jungle and Forest. Da geben Flower. Habe ich die nie am Ende schon? Jetzt habe ich es nie mitgekriegt. Ah, dann jetzt gleich, jeden Augenblick. Bienen habe ich alle jetzt hier rein mittlerweile, oder?
Miner, Honeybee, Jungle, Hardy, Jungle and Forest. Forest? Oh mein Gott. Lush Forest, ja. Spawns in Lush Forest, Grasslands, Jungle. Ich bin... Jungle and Forest. Forest Drones, Jungle Queens. So machen wir das jetzt. Jungle Queen. Und Forest Drones. Frames. Frames. Und Apiary, den ganzen anderen Scheiß. Refresh. Sweet Frame Request. Die einfach alle fertig. Refresh. Request. War gerade am Finsternisplaneten und jetzt machen wir Bienen. Das passt. Refreshe. Clear Inputs. AP. Ah, danke. Apiary. Komm, Apiary. Die, ne, wir hatten die größeren. Wie hießen die? Apiary Crafting Station, genau. Gott, Apiary. Ab zum Heimatplaneten, dann sind die da noch alle. Ich drehe so durch, wenn das jetzt rauskommt. Dann drehe ich so den anderen temporalen. Guck mal, ich habe eine temporale Flagge. Willkommen bei Voyager. Shattered. Vorletzte Folge, wenn ich mich irre. Eine der besten, wohlgemerkt. Ciao. Was gibt's da hier? Wow, der Jump Boost nervt jetzt auch mal ganz gewaltig. Ist das ein permanenter oder? Was haben wir hier drin? Yeast wollte ich schon immer haben. Am besten in Massen. Hier ist nichts mehr. Wo the fuck habe ich das rein in welche Kiste? Das kann ja was werden. Auf ja. Es gibt ja eigentlich noch Rüstungsteilen. Nehmen wir gleich mal mit. Die Rails interessieren mich jetzt herzlich wenig. Den Laden habe ich schon mitgenommen, ja. Was willst du da unten? Außer Fleisch produzieren, meine ich. Ich soll den Teleporter langsam mitnehmen hier. Der ist viel cooler. Jetzt habe ich alles. Eigentlich könnte ich mitnehmen, ne? Wir landen da eh bei der Flagge. Egal, Siedlung. Teleporte. Ich habe keine Lust, die Kisten zu durchsuchen. War Carvester Turret auch eine Option? Honey. Refresh. Nein. Hab ich irgendwelche Kisten mit Kisten von Honigzeugs drin oder was? Sortieren. Das sind die Frames. Boah Gott, bis ich das. Hier sind sie noch. Da, die drei großen will ich haben. Hatte ich das nicht schon mal oder wie war das? Refresh. Crafting Station, okay. APIA. Wollt ihr mich jetzt verscheißern? Machining Table. Apiary Crafting Station. Ich. Nochmal alles her. Ist mir egal. Das ist Architektur. Wo ist der Machining Table? Keine Ahnung. Ist die. Bla. Machining Table wird abgegradet zu. Nein, Chaos Rifle interessiert mich noch viel weniger. AP, nein. Thermos Crafting Station, Dankeschön. Ja, damit haben wir eine fertig.
wo auch immer, wann auch immer. Und jetzt müssen wir noch ein Gebäude dafür bauen. Das machen wir jetzt auch noch aus. Was? Also aus radioaktivem Schleim schon mal nicht. Oder Slimy-Säulen. Das kann ich euch versprechen. Oh, dieser Jump-Boost. Ich muss aufhören zu springen. Das ist hier doch etwas nachteilig. Sagen wir es mal so. Und jetzt, zack. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das kann eigentlich weg. Wohin? Und aus was bauen wir das? Das ist die goldene Frage. So, du kannst jetzt wieder den hier machen. Danke. Quali-Tubing sicherlich nicht daneben knallen. Sortieren bitte. Dann noch garantiert irgendwo eine. Oh. Was war das? Carbon? Ja klar, selbstverständlich. Nein. Irgendwo hier. Haben wir noch mehr von dem Zeug? Aha. Faszinierend. Das war jetzt Replicator, können wir mal irgendwo hinstellen. Haben wir schließlich teuer genug hergestellt, fällt mir gerade mal so auf. So, hier haben wir jetzt rundweise Kisten, wo irgendwas drin ist. 116, nein, das ist Kleidung und Co. Kann es eigentlich nicht sein, egal, her damit. Kann es auch nicht sein, egal, her damit. Matter Assembler, wie viele von den Dingern haben wir denn mittlerweile eingesammelt hier? Gibt es ein Dutzend billiger, wa? Machen wir Platz, wo ich die Kiste hinstellen kann. Bitte. Okay, die schon mal nicht. Zack. Zack. Ernsthaft? Ja, noch hier wohl irgendwo 3 cm haben, wo eine Kiste stehen kann. Also. Eine Kiste voller Kisten, schön zu wissen. Das heißt, eigentlich kann die Kiste gleich hier stehen bleiben, wäre praktischer. Und ich. Dann machen wir in der Kiste voller Kisten, machen wir die Kiste hier rein, natürlich, logischerweise. Zack, leco mio. Was haben wir hier am Baumaterial? Was wollen wir an Baumaterial? Wäre die nächste entscheidende Frage. Was ist hier oben eigentlich drin? Rüstungsteile, aha, mal gucken. Ne, erstmal die hier. Fällt mir gerade so spontan auf. Und dann haben wir nämlich schon wieder alles voll. Cool. Und du kriegst das ja. 1, 2, 3. Und in die Kiste. Nicht so dolle springen, bitte. Kommt der Rest rein. Dein Set haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, würde ich sagen. Kann weg, ja. Wir müssen nicht alles doppelt haben. Und was unser Firestorm Fury. Ich. Keine Ahnung. Ist mir egal. Glide ist cool. Ressourcen zum Bauen. Ich wollte noch was, ne? Ja. Flüssigkeiten und Zeugs. Achso, wir können. Für die Bees mache ich jetzt keine Eisenblöcke. Die Girders wären noch eine Option für Apiary, dann sieht das offen aus. Sieht mehr wie Baustelle aus, aber daraus will ich eher die anderen Dinger machen. Also hier die Verarbeitungsstationen. Das wäre für die Bees eine Option. Was ist das hier? Achso, das Ding läuft langsam über. Da war ja noch was. Am abgeschlossenes Gebäude wäre schon ganz praktisch. Bricks, dafür bräuchten wir Fired Clay. Ich habe da mal eine Frage. Ich denke 700 reichen fürs Erste. Wäre jetzt mal so ein Gedanke. Ob uns 5000 Bricks reichen für so ein Ding? Cabin Roofing, haben wir auch schon irgendwo. Crystal Block. Können wir irgendwas aus Clay oder so? Aha, das zeigt uns an. Ornate Wood, Classic. Raw Tentacle, nein. Alles, was in Richtung Bricks geht. Die heißen alle Bricks, ne? Ja. Roof.
Copper Roofing. Also Copper Bars haben wir nun wirklich mehr als genug, denke ich, dass wir uns das leisten können. Dankeschön. Frag mich, in welche Kiste ich den ganzen Müll dann reinschmeiße. Asphalt eher nicht. Auch da werden 100 mal 50 fürs erste genügen. Oder machen wir es richtig groß? Können wir hier machen. Warum machen wir es nicht? Dark Tree, Dark Window Lattice. Haben wir draußen Bäume gepflanzt irgendwo? Hier nicht, ne? Müssten wir eigentlich auch mal machen. Habe ich Saplings? Mit Sicherheit. Okay, dann werden wir uns jetzt mal kurz irgendwo Bäume pflanzen. Ja gut, war zwar jetzt nicht das Gefragte, aber Bäume. Viel wichtiger als alles andere. Dann noch ein von der Sorte. Du kommst doch mal her. Dann nimm ein von der. Ne, dich hatten wir schon mal noch. Von der Sorte und ein von der Sorte. Dann haben wir von allem etwas. Dankeschön. Sortieren. Sehr schön. Und 1, 2, 3, 4, 5, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5 und der Rest kann man kurz in die Seedmaschine. Ich will einen Shortcut für Kaffee trinken, danke. Ich komme nicht schneller vor. Gibt es eine Rüstung, die Run macht? Das wäre zum Bauen nämlich praktisch. Und weg mit dem Matter-Dingsbums, bevor hier böse Sachen passieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Zack, 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 fertig. Dankeschön. Werden die Algen verarbeitet bestimmt? Oder auch nicht? Egal. Wir werden es wissen. Irgendwann werden wir es wissen. Ach ja, wir sollten gleich mal hier hoch und es geht wieder einmal schneller, als mir lieb ist. Also zur Not können wir jederzeit hier angehen. So, hier kommen die Algen, genau. Meat Wine. Meat, 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 Meat. Schon wieder voll. Was auch sonst? Wo kommt der Rotten Dingsbums her? Die Kühlschränke ausgefallen oder was? 333 Zucker. Also ich glaube, ein bisschen was an erweiterten Zeugs können wir herstellen. Ah, ich mag dieses... ich fliege. Bauplatz schaffen, Holz besorgen, damit wir ein paar Fenster oder so gucken können. Na, wie geht's unseren Tierchen? Tür auf. Forschung? Oho. Was? Panel? Kommst du schon wieder? Auf dem Planeten gibt es keine Tiere. Also kann auch keine Pest Trap. Aber es ist schön, dass wir sowas trotzdem haben. Pixel-Good-Stores. Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Hier nirgendwo sehen. Ah, Fensterbehänge. Ist auch eine Option. Window-Blind. Nur. Modern wird alles fürchterlich. Nee. Stühle. Irgendwo was Richtung Fenster. Nein. Wahrscheinlich der Human. Die haben die größte Abteilung. Crown-Sign. Ist übrigens cool, dass man die Dinger von den Spezies hier auch findet. Pilottel, Boost, bla bla. Türen? Fällt das hier mit runter? Nee, Tor. Glas-Door, zeig mir ja. Nee. Später. Brick Wall. Sagen wir kurz, ja. Learn to craft? Nee, Gott, dann nicht. Words? Das jagt mir Angst ein. Also jetzt nicht unbedingt, aber. Tall Garden nennt er. Tiny Garden Light. Aber die ist bestimmt cool. So. Da vorne ein kleiner Weg und so, ne? Direkt in der Nähe vom Clay hätte er ja was. Ich könnte jetzt auch den hier nehmen. Aber ich denke, wir können... übereinstimmen, dass das vielleicht ein bisschen exzessiv ist. Nicht, dass mich das stört, weil ich denke, wir werden oben nur ein Eingangshaus bauen und dann das Ganze so machen, dass es nach hinten in den Keller reingeht. So hier zum Beispiel. Na, hängt das noch ein bisschen oder was? Oder hat der Ton vom Mikro aufgehört? Kann man sich gar nicht vorstellen, wie sie einen sowas aufregen kann. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal den Platz frei. Ne? Haben ein paar Saplings, die wir gleich mal in die Landschaft setzen können. Zwecks Bäume und so.
wir haben. Also los. Ja, danke. Sehr schön, dass wir drüber gesprochen haben. Die Seeds. Ah, die brauchen wir sowieso noch. Können wir kleine unmittelbare Umgebung machen? Zeit. Irgendwo dahin, danke. Hier ist noch einer. Ausgezeichnet. Da noch ein bisschen. Das ist jetzt zwar kein Garten-Eden-Planet. Boah, ich werde so wahnsinnig, wenn das wirklich so funktioniert. Ich drehe so durch, ich werde wahnsinnig. Das habt ihr noch nicht erlebt, was dann passiert. Und jetzt machen wir das tatsächlich mal auf die Art. Weil der baut den Hintergrund gleich mit ab. Also geht das mit der Masche jetzt hier schneller. Zzzzt, Laserschwert. Ein Lichtschwert der Jedi ist eine mächtige Waffe. Ah ja, da war ja noch was, auf was ich achten muss. Zum Beispiel die Umgebung nicht komplett zu zerstören, weil da unten könnte ich ja mit meinem hübschen Ferrari-Dingsbums noch langfahren. Mein Sohn kennt den Begriff Lamborghini übrigens. Also ein Ü-Ei, irgendwann mal so ein rotes Ding. Ein Lamborghini. Wie hieß das? Nur ein Lamborghini ist das. Das ist ein Lamborghini. Lamborghini. Das hast du dir gemerkt? Ja. Ich kann mir ganz viele merken. Ich bin schon schlau. Ja, so süß. So. Als erstes im Hintergrund die Dingsbums, genau, von denen wir jetzt wirklich nur ganz wenige haben. Und den Vordergrund gleich mit, würde ich sagen. Weil das muss ja jetzt hier nicht so aussehen. Das ist ja fürchterlich, was macht denn hier für Sachen? Torlicht, ich brauche gleich wieder weg. Ich war nur ein Gedanke. So. Nein, das sind die Roofings. Das Roof muss ich nicht als Vordergrundmaterial haben. Das sieht doof aus. Falls wir den Untergrund reinbauen, was wir nicht unbedingt in Erwägung ziehen. Das heißt, eigentlich ist der Grundplatz hier groß genug. So schön Lichter haben wir auch. Das war schon wieder zu hoch. Egal. Das war zu weit. Das war wieder zu... Es ist doch unglaublich. So, haben wir es jetzt. Danke. So, und jetzt können wir durchgehen. Oh, das, jetzt würde ich gerne Modplay Replay. Ah ne, wir können das auf- und abbauen. Das dranbauen ist leider nicht mit dem... Na, sagen wir. Oh, Leute. Jetzt aber mal ganz ruhig. Bienenproduktion. Wie lange sind wir eigentlich schon drauf? 27 Minuten. Also, wir werden jetzt mal die Dinger hinsetzen. Und die Bienen machen lassen, die Maiz, die Varroa-Maiz sind jetzt völlig wurscht. Die. Also beim allerbesten Willen, egal. Bam, bam, bam. Ich sehe aus wie so ein Strich. Als ob ich den Pixelmännchen da unten selber gemalt hätte mit der Rüstung. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, das rote Drumherum da zu veranstalten. Finde ich total affig. Es hängt immer so, seht ihr die Pixel bei der Animation, da läuft nämlich was mit, deswegen. So, gib mir mal die Frames. Wenigstens einen von der Sorte. Wieso wir 3 Stunden suchen hier? Ich stelle sowieso nur den einen auf. Ich will ja erstmal nur die. So, jetzt ganz lieb eine Königin. Und mein Handy klingelt, warum auch immer das jetzt muss. Und die Drohne und jetzt ein Frame. Und die sind hiermit, ne? Speeds up Honey Production, okay. Und dann noch ein Reinforced Frame oder Proven Frame? Basic Frame. Item Production. Tried and tested frame, speeds up item production. Was? Proven frame, reinforced frame. Basic frame. Dann nehmen wir den, der sieht teuer aus. So. Jetzt beten wir und lassen die Bienchen da oben was machen. Wir haben Hunger, ich beende die Folge und dann bauen wir hier weiter an der nächsten. Ihr wisst jetzt, was ihr kriegt. Qualität zum kleinen Preis. Eigentlich zahlt ihr gar nichts und das bekommt ihr auch, sozusagen. Das klingt auch falsch, vollkommen egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bienen out. Oder so ähnlich.